entschuldigt die Störung, aber Ihre Hoheit ist hier. Kümmern wir uns jetzt um unsere Mission. Absolut. Jace, los! Weil er ein Verräter ist, er trägt einen Elbenring, um unseren Plan zu vereiteln. Nein. Du gehst nirgendwo hin. Das ist unsere Chance, zur Königin zu gelangen, um unser Schwert zu bekommen. Wem vertraust du? Mir oder Jace? Jonathan sagt, du trägst deinen Elbenring? Versuchst du mich jetzt von meinem Bruder zu trennen? Hey, hör mir zu. Ich versuch dich zu retten, Clary. Das bist nicht du, Clary. Komm mit mir nach Hause. Doch, genau so bin ich, glaub mir. Wenn du nochmal versuchst, mich von meinem Bruder zu trennen, dann bring ich dich um. Normalerweise schreien Leute, wenn sie entführt werden. Sie betteln. Aber ihr lächelt nur. Wie kommt das? Bei unserem Treffen am Lichten Hof dachte ich, du wärst nichts weiter als ein impulsives Kind. Aber jetzt bist du ein Mann geworden, nicht wahr? Ihr solltet vielleicht nicht den Fehler machen, mich zu unterschätzen. Dieser Fehler wird mir nicht mehr passieren. Noch nie in der Geschichte des Lichten Hofes hat jemand das geschafft, was du geschafft hast. Das war nicht allein mein Verdienst. Eure Hoheit. Seid ihr jetzt fertig mit Flirten? Ich habe nicht geflirtet. Ich schon. Wir haben Wichtigeres zu tun, Jonathan. Ihr Volk ist in Besitz unseres Schwertes. Wieso schicken sie nicht einfach ihre Vögel und Bienen und lassen ihre Leute wissen, dass sie uns das Schwert aushändigen sollen? Und wenn ich mich weigere? Ein solches Verhalten erwarte ich von einem echten Morgenstern. Jedoch nicht von dir. Du irrst dich. Ich bin eine echte Morgenstern. Genau wie mein Bruder. Er und ich. Wir sind eins.